Hi und herzlich willkommen hier zurück zu einer weiteren Folge die Elder Scrolls Online in 3 Minuten. Und ja, wir wollten ja letzte Folge da hinten zu der Quest freilaufende Ochsen. Und da werden wir auch heute mal hingehen. Hoffentlich schnell und einfach und sowieso dies, das. Gut, mal schauen, was wir da alles schaffen. Weil, wie immer, wir haben nicht viel Zeit. So. Falsche Seite, ich weiß. Ja, verdammt. Kommen wir hier wieder gut raus. Verdammt. Ich bin so blöd. Ich bin so blöd. So. Na. Komm. Können wir da rüber? Nein, können wir nicht. Yay. Manchmal bin ich etwas blöd. Aber nur manchmal. So. Achso, wir haben noch kein Reittier. Verdammt. Haben wir es vergessen. Müssen wir noch. Müssen wir noch machen. Lauf mal eben. Dahin. Sind ja gleich da. So. Na. Da müsste es dann links mal irgendwo reingehen. Eigentlich. Ich glaube da vorne. Außer ich laufe schon wieder falsch. Was eigentlich nicht sein sollte. Da. Gut, ich habe bei den Fertigkeiten etwas geändert. Werdet ihr gleich sehen. Wollt eigentlich. Komm, 4. Okay, dann habe ich. Ist irgendwie gerade etwas schief gelaufen. Drück immer 5 statt 4. Danke. Ich habe die 1 ausgetauscht und die 3 habe ich geupgradet. Ja. Nidhogg der Ungebrochene. Alleine ist das super. Und nehmen wir Edit Jute mit. Jute Sachen, weil ich habe ja eh jetzt Elder Scrolls. Ne? Also ESO Plus. Und die werden wir noch brauchen. Kommen wir noch alleine down? Ich weiß es nicht, aber es schaut nicht so aus. Probieren es halt einfach mal. So. Sieht nicht danach aus. ja, kann man anscheinend nicht down. Probieren wir nächstes Mal, nächste Folge wieder. Also vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns nächste Folge wieder. Bis dahin, macht's gut rein, ich bin raus und ciao.